Und dann bin ich im Endeffekt multiple Male All-In gegangen. Ich war bei minus 42.000 Euro, ich weiß die Zahl noch ganz genau. Blut, Schweiß und Tränen. Das war es wirklich. Ich habe auch geheult. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe so viel Schulden, ich muss jetzt irgendwo einen großen Wurf machen, damit ich da aus dem Strudel rauskomme und mich weiterentwickeln kann. Sensationell. Schulbildung ist nicht immer entscheidend. Das war crazy. Wie hat er sich gefühlt, der 24-Jährige Max? Der war schon echt so, so unterwegs. Und so, und das war gleich die erste Wohnung und klar, da war ich natürlich voll angefixt. Und schon wieder sechsstellig eingenommen. Genau, und dann war da natürlich ein bisschen konfus. Ja. Und ob des Angestelltenjobs. Genau, es war nämlich auch der Beweis, weil beim ersten Mal habe ich gesagt, ja, das Glück gehabt und ja, wenn es so einfach wäre, wird es jeder machen. Und ich so, okay, ich stelle den Beweis nochmal an. Da ging es nämlich erst richtig los, die Gaudi. So, hier sehen wir jetzt den Lageplan. Und dadurch ist es eben wirklich möglich, dass du in Bayern gerade so unter Faktor 10 für die Vermietung dir eigentlich was gebaut hast. Richtig. Und dann hast du, ich meine, du musstest dann in wenigen Tagen 1 Million aufstellen, die dann tatsächlich auch überweisen. Und das hat funktioniert. Hat funktioniert. Respekt. Das Ganze hat am Abend vor dem Notartermin stattgefunden. Damit bist du in den Bauausschuss gelaufen, am Tag vor dem Notartermin. Korrekt. Das habe ich schon früher abgeben müssen, das musste immer ein bisschen vorab abgeben. Okay, okay, ja. Dann habe ich natürlich auch vor Augen einen wahrscheinlich sehr schnellen und krassen Weg in die finanzielle Freiheit. 40 Wohnungen. Verkaufspreis? 285. Okay, das heißt 100... 110, 15, irgendwie sowas. Und das ist 100% Marge fast, ne? Unglaublich. Beschreib nochmal, warum das so genial ist. Die Leute sollen ja das Konzept kaufen. Ja. Und nicht bloß ein grünes Viereck. Das ist ein gerendertes Bild, also das wird praktisch gerendert, gerechnet anhand von Plänen und wird dann in verschiedene Detailstufen dargestellt. Du musst handeln, auch mit den Nerven oder mit den Risiken. Ich meine, du musst mit diesen Sachen ja auch schlafen gehen können. Und ich habe immer in meinem Leben schon gute Erfahrungen gemacht mit dem, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird. Ja. Funktioniert. Also so richtig, so dass ich in ein paar Jahren sagen kann, eigentlich muss ich nicht mehr arbeiten, wenn ich nicht will. Funktioniert so nicht. Okay. Und dann hast du gesagt, Mad Max schaltet nochmal einen Gang hoch. Da muss man nochmal eine Schippe drauflegen. Ja. Diese Art und Weise oder die Inhalte aus der Geschichte sind in keinen Büchern der Welt zu lernen.